Unser Boot sank, erreichte ich als einziger Flüchtling das Ufer. Ich hielt die Hand meines Mannes bis zur letzten Sekunde. Ich spüre noch, wie seine Nägel sich in mein Fleisch gruben. Wissen Sie? In der ersten Nacht, sagte er, teilen wir unsere Erinnerungen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber er lächelte und zusammen drückten wir den Schalter. Spürte ich alles. Zum ersten Mal erlebte ich all seine Liebe. So warm und so stark. Sie tat fast weh. In den letzten 3 Jahren war jeder Tag unser erster Tag. Das Wetter war so heiß an jenem Tag. Die Straßen stanken schrecklich nach verbranntem Kunststoff. Ich ging mit den anderen Kindern durch die Stadt aus Paris hinaus. Niemand schoss. Der Krieg war vorbei. Wer weiß, ob ich je den Mut finde, meinem Sohn diese Erinnerungen zu geben. Aber ich bin beruhigt, da ich weiß, dass sie gut geschützt sind. Dank meines Sensen kann ich mich an alle entscheidenden Momente meines Lebens erinnern. Gute oder schlechte. Dank meines Sensen lebt mein Mann weiter. Hier. Und hier. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Remember Me. Einem Spiel, das ich schon länger auf dem Schirm hatte. Aber noch nie die Zeit hatte, das zu spielen. Ja, soll sich jetzt ändern. Wird hinzugefügt zu meiner Playlist, sofern ihr es sehen wollt. Und wir starten mit Episode 0. Schauen wir doch mal. Wiedergeburt. Was passiert da? Sieht aus, als ob irgendwas gelöscht wird. Aje, aje, aje. Die Ärmste. Hausgedächtnis gelöscht. Sorry, stopp. Erwartet neue Gedächtnisdaten. Gelöscht. Guten Tag, hörst du mich? Das erinnert mich stark an... Ja. Ghost in the Shell. Wie heißt du? Nelin. Welches Jahr? Was hast du gesagt? Nelin. Verdammt. Tatsächlich. Keine Sorge. Diese letzten Erinnerungen kriegen wir noch weg. Welches Jahr haben wir? Ich weiß nicht. Es ist 2084. Weißt du, wo du bist? Nein. In der Hölle. Doch nicht so widerstandsfähig. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Was? Was für ein Typ, ey. Dr. Quaid? Ja. Dieses Objekt leistet etwas Widerstand. Führt die Substitutionsprotokolle aus, dann schickt sie her. Ich lösche ihre letzten Barrieren selbst. Ja, Herr Doktor. Okay. Bloß weg hier, ey. Schnell noch die Kurve kriegen, bevor alles gelöscht wird. Hoffe ich, das schaffen wir. Die Ärmste, ey. Aje, aje. Aber für ein 2013er Spiel geht die Grafik voll in Ordnung. Richtig cool aus. Entschuldigung. Guten Tag. Den Kopf heben, bitte. Danke. Nun bitte aufstehen. Na toll. Capcom Presents. Bitte der orangefarbene Linie zur nächsten Aufgabe folgen. Okay. Wo zum Teufel? War ich so einfach, wenn die so schwankt? Dein Gedächtnis wurde im Rahmen der Neopariser Forschung. Was, ey, wie sie aussieht? Natürlich, bin ich sicher. Nachrücken bitte. Ja. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich an nichts.
Das ist schlecht. Ich spiele übrigens mit dem Controller. Stopp. So, weiter geht's. Sieht das krass aus. Diese Tiefenschärfe, das wirkt nochmal richtig. Das hat was, das passt zu dem Spiel. Das ergibt keinen Sinn. Nee. Nicht wirklich. So, jetzt stehen wir hier in der Reihe. Na toll. Hat doch was für ein Half-Life so ein bisschen. Warte! Okay. Was machen die mit den Erinnerungen denn? Von den Leuten? Nellen. Nellen! Kannst du mich hören? Ja. Sie löschen gleich dein Gedächtnis, Nellen. Lass es nicht zu. Ich schaffe eine Umleitung. Leg los, wenn ich sage. Krasse Grafik. Wer bist du? Wenn du überleben willst, dann hör auf mich. Okay. Lass mich nicht allein. Sollt ihr besser auf ihn hören? Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Wer hat da gerade gesprochen? Er hinter uns? Nee. Oh, was jetzt? Netzwerkstörung. Temporäre Quarantäne aktiviert. Danke für deine Geduld. Super. Jetzt sind sie aufgewacht. Nellen, links geht gleich der große Rollladen auf. Wenn du verstehst. Beweg den Kopf. Ich bin mit deinem Sensen verbunden und fühle es. Okay. Die Tür. Geh drunter durch. Schnell. Ja, warte. Geh drunter durch. Das kriegt keiner mit. Boah, wenn die zugeht, ey. Alter Falter. Einmal Cornet Beef, bitte. Wow, krass. Kann ich den nehmen? Das ist ja mega. Kann ich das Ding anfassen? Nee, kann ich nicht. Okay, wo lang, wo lang, wo lang? Wahrscheinlich hier lang. Unbeaufsichtigter Patient in Sperrgebiet. Sicherungseinheit entsandt. Shit. Jetzt geht's richtig los hier, Leute. Oh Gott, was ist das denn? Viech. Aha. Na toll. Lauf, 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 lauf. What the fuck? Lauf. Oh, oh. Gleich hat er uns. Die Passage rechts von dir. Ja, ja. Bin dabei. Okay. Steh auf, du musst weiter. Ja, in der Tat, das solltest du tun. Nillen. So, weiter geht's. Puh, hoffentlich sehen die uns hier nicht. Oh, wo bin ich? Ja. Fast geschafft. Schnell in eine Kiste. Mach! Sind das die Körper da? Moment. Geh mal rein da. Mach. Bitte lass das ein Albtraum sein. Hm. Wohl er nicht. Wirst du mundisch aus, Mädchen. So, da bin ich ja mal gespannt, wie das hier weitergeht, was ich tue. Lehrt mich, wonach ich suche. Okay. Pierre Sorlage.
Nellen, bist du okay? Ja. Nein, ich muss hier raus. Ich will hier raus, sofort. Nur ruhig. Ich bin Edge. Vertrau mir, Schwester. Hab ich grad, Bruder. Und jetzt lege ich ihn im Sarg. Ich muss dich auf das da draußen vorbereiten. Der Feind ist Memorize. Ein Unternehmen, das Gedächtnisse digitalisiert und vermarktet. Sie nennen es Sensen-Technologie. Und die Welt ist süchtig danach. Klar? Ja. Du warst Gedächtnisjägerin, Nellen, die Beste. Andere Jäger plündern nur Erinnerungen, aber du kannst sie remixen. Und vor allem bist du Terroristin. Wie ich. Warum haben die das mit mir gemacht? Du warst eine Revolutionärin und meine beste Agentin. Wir kämpften dagegen, dass keine Firma ein Monopol auf alle Erinnerungen bekam. Aber vergeblich. Wir wurden gefangen und eingelocht. Oh, das ist ja alles ganz nett hier. Aber ich muss jetzt wirklich raus aus diesem Sarg. Die Strömung bringt dich zum Slum 404. Sobald du da bist, verrate ich dir meinen Plan. Klingt gut. Die Synchro ist richtig gut gemacht. Die Synchro, die deutsche Synchro fetzt. Remember me. Geil. Episode 1. So. Slum 404. Neos Paris. Oder Neo Paris. Der 17. September 2084. Was für Viecher, ey. Hör mal, Johnny weint. Schau, Angst ist ein weg. Neues Wir, dunkler Schmerz, so lange suchen wir. Hallo. Tränen und Lächeln. Schwester? Fly? Wie wär's mit... Freund? Ich bin keiner von euch, hä? Deswegen? Sehr, sehr krank. Okay. Ausweichen. Ich will dich nicht bekämpfen. Ich hau jetzt einfach ab. Du musst, Nellen, die werden dich umbringen. Nutz deine Impressions. Okay. Mache ich ja. Drücke. Aha. Kombi. Alles klar. Fortfahren. Fortfahren. Wählen. Okay. Da könnte ich das. Sehr gut. Wollen wir mal gucken, ob da irgendwie... Das sieht geil aus. Das ist gut. Jetzt noch das hier. Okay. Gut, zurück. Das ist gut. Dynamische Kombi. Kampfsystem gefällt mir. Richtig klasse.
Kampfsystem super. Was sind die? Leaper. Elende Ausgestoßene, die im Bauch von Neo Paris verrotten. Traurig. Eher monströs. Das sind die verlorenen Kinder unserer Sensen-Zeit. Zwar Menschen wie du und ich, aber Schatten unserer Schande. Wir sollen sie fürchten. Eine weitere Rechtfertigung für die erroristische Sache. Wer ist da? Oh. Sind mal Klopper oder was? Gleich hinterher hier. Gleich hinterher. So. Okay, du musst hier raus. Ach. Geh und finde Kopfweh, Tommy. Ich sag ihm, du bist wieder dabei. Wer? Er hat eine Bar am Ende von Slum 404. Krabbel hier raus. Ich gebe dir dann Hinweise, falls nötig. Okay. Dann krabbeln wir mal raus. Mal rüber. Eine Mischung aus Tomb Raider und... Ach, richtig geil. Gefällt mir. Seine Hand im Spiel? Jetzt hier lang. Einmal hoch. Dann hier. Weiter. B fallen lassen. Okay. Weiter geht's hier. Raus kommt man nur nach oben. Na dann hoch. Die Steuerung ist mega smooth. Also gefällt mir. Richtig gut. Edge. Wer ist dieser Tommy? Tommy war dein bester Freund. Er war Gedächtnisjäger und blieb unserer Sache treu. Seine Bar ist in einem Frachtraum über den Kanalschleusen in Slum 404. Das Leaking Brain. Nicht zu verfehlen. Na, gucken wir doch da mal hin. Zum Leaking Brain. Ich jetzt hier hoch, wa? Das Fleisch stinkt. Ist auch genau der Richtige. Boah, krass. Krasse Kacke. Sieht mega gut aus. Ganztägig warme Küche im Leaking Brain. Tageskarte. Knusprige Garnelen à la Tommy. So, da lang, wa? Tch. Die hauen alle ab. Krass, wo bin ich denn jetzt lang? Wo bin ich jetzt hin hier? Da? Ist das hier? Nee. Ach, er fliegt vor, dann, wa? Ah, hier hoch, anscheinend. Okay. Hallo? Warte. Jawohl. Okay, da lang, da lang. Das finde ich gut, dass die Hinweise noch gezeigt, nicht dort. Noch angezeigt werden, wo man lang gehen soll. Ein Errorist hat eine Erinnerung. Okay. Wo sind die denn alle? Hier oben muss jemand sein. Dann werden wir noch mal sehen, wo wir jetzt hier noch lang müssen. Da wird schon wieder was angezeigt. Halt, Moment, da war was. B. Okay. Hier komme ich hoch anscheinend. Halt. Halt. Moment. Eben gerade hatte ich die Steuerung noch gelobt. Aber alles machbar. Alles gut. Zack. Weiter. Nee, da lang. Nee, halt. Wieder zurück. So, einmal rüber. Und B. Okay, jetzt gibt's wieder Glocke, Kloppe. Boah, Mist. Gesundheit, okay. Status. Fortfahren. Gut. Aje. Schon. Ja, ich weiß. Wusste ich nicht. Jetzt kriegen wir hin. Oh, shit. Strafen! Überwachen! Strafen! Boah, wie viele sind's denn, ey? Ohne Witz.
Mist. Das Regeneration-Impressor. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo das war. Ganz kurz. X. Ja, und dann. X. Scheint. Doch, X. Na, gucken wir mal hier. Jetzt verteilen wir erstmal dritte. Okay, das war gut. Das war auch gut. Sehr schön. So, erstmal schön ausweichen hier, solange ich noch nicht weiß, wie ich das hier mache mit der Gesundheit. Ich habe das zwar ausgewählt, aber irgendwie keine Ahnung, welche Taste. Muss doch zu schaffen sein, ja. Komm schon. Jawoll. Geschafft. Okay, da hinten liegt irgendwas, oder? Ne, ich hab mich verguckt. Wo ich jetzt hier lang? Da hoch. Okay. Den rüber. Hinten. Und krabbeln. Einmal runter. Ein bisschen fallen lassen. Mal rum. Und hier hoch. Sprung. Hat Mama mit einem Leaper gepennt? Hat Johnny Green Cheese beim Namen dunkel geschrien? Egal, denn mein Leben ist schlimmer als deins. Warte. Sprung und hochziehen. Nein. Scheiß. Nicht runterfallen. Shit. Verdammt, ey, wie geht das mit dieser Gesundheit? Verdammt! Jetzt habe ich hier glaube ich, volle Gesundheit wieder. Den haben wir da weggehauen. So, Status. Okay, aktuelle Aufgabe. Aha. Bombolab, da können wir irgendwas machen hier noch. Tagebuch, Spiel fortsetzen. Einmal nach oben. Wow, nein! Was machst du? Was machst du, Mädchen? Spring hoch, komm. Und am Abwasserrohr hoch. Na super. Oh. Warte. Und hoch. Komm. Das dampft nicht. Und weiter. Sehr, sehr spannend gerade. So, jetzt hier weiter, da runter. Oh Gott, ey. Weg! Überwachen! Dein Gesicht! Ich hab es verloren! Ja! Du böses Kind! Ich habe gelogen! Die Fliegen hasst mich! Mist! Oh. So ein Oberguru hier. Da haben wir gleich den ersten Bosskampf. Na super. Das mit unserer Nichtheilungsfunktion. Der haut ja richtig rein. Oh, der erwischt uns auch heftigst. Ich glaube, der ist noch jemand zur Hilfe hier. Nein, oder? Zwei, ernsthaft? So, nicht wahr. Der reißt das viel stärker, wenn andere lieber in der Nähe sind, okay? Dann wollen wir die erstmal weghauen, ja? Ist weg hier. Dreck.
Mist. Steigende Flut. Sterben. Unterbruch. Genau. Shit, jetzt noch einen Schlag von dem und wir waren und wir sind am Ende. Ich komme noch nicht mal dazu, mich zu heilen irgendwie. Ich jetzt wüsste, welche Taste das war. Komm schon, bald um endlich. Was ist das denn, ey? Verwüstung! Deine Angst weg! Schon. Oh, Gott sei Dank. Und das mit dieser Health. Mega. Die Lieper greifen Bürger an? Lieper waren Bürger. Ja gut. Ich glaube dir. Los, mach. Tommy erwartet dich im Leaking Brain. Okay. B. A. So, dann wollen wir hier mal aufspringen. Einmal hier rum. Hier rum. Und Sprung. Oh. So, das sieht schon wieder. Sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Rückverwandlung mit Memorize. Humaner Schutz vor barbarischen Gefahren. Na klar. So, wo lang? Okay. Ist sie das? Ja, schau nicht so rein. Bleib hinter deiner Zeitung. Ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall mega interessant aus, das Spiel. Hat was, definitiv. Geh über den schwimmenden Markt zu dem Lagerhaus da. Die Abkürzung zu Tommys Bar. Das werde ich euch aber in der nächsten Folge zeigen, weil wir sind schon wieder maßlos. Wenn ihr damit einverstanden seid, wenn ihr es sehen wollt, dann gerne wieder in der nächsten Folge zu Remember Me. Bis dahin sage ich Ciao, euer Flosch.